wo sind denn Julian und Hanna? Ich meine, ich muss mich jetzt ja um die beiden kümmern. Weil Claudia weg ist und auch Emma, die sind ja mit der Kita-Gruppe jetzt 2 Wochen auf dem Bauernhof erstmal. Julian, Hanna, aufstehen, ihr müsst langsam in die Schule, hey! Das meinte Claudia, also dass es morgens ziemlich stressig bei uns sein wird. Okay, so kenne ich das gar nicht, dann gehe ich mal nach oben. So früh, mitten in der Woche? Ach so, die Post ist da. Ja, ich komme. Guten Morgen. Guten Morgen, also ich hätte hier mal einen ganz wichtigen Brief für Sie. Ich brauche doch eine Unterschrift, dass Sie den angenommen haben. Ja klar, gerne, unterschreiben. Ach so, per Einschreiben oder was ist das denn für ein Brief? Irgendwas Wichtiges? Ja, hat wohl was mit dem Wildcamp zu tun. Ich freue mich schon so auf diese Sendung. Wildcamp? Also muss ich jetzt für Werbung hier unterschreiben oder wie? Sonst möchte ich das doch gar nicht hier in meiner Post haben. Ach, toll. Lieber Julian, du bist beim Wildcamp dabei. Wo hat der sich schon wieder angemeldet, hä? Ich sehe schon, komm, ich muss wieder für irgendwas bezahlen. Wahrscheinlich ist das irgendein neuer TV-Sender oder so. Nee, das kommt erstmal in den Müll. Die beiden sind natürlich immer noch nicht da. Julian, Hanna, jetzt beeilt euch aber. Hey, Papa, ich bin doch schon fertig. Ich gehe dann los zur Schule, bin schon leider ein bisschen spät dran. Bis nachher. Gut, Hanna ist schon mal weg und Julia... Julian, das kann doch nicht sein. Bist du noch im Bett? Du denkst doch nicht, dass ich hier ohne Decke weiterschlafe. Also ich kann ohne Decke weiterschlafen, ist kein Problem. Auch wenn du mir die weggenommen hast. Julian, du stehst jetzt bitte sofort auf, sonst gibt's richtig Ärger. Nicht nur von mir, sondern auch von deinen Lehrern. Oh, nein, 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 danke. Ärger von den Lehrern kann ich mir ruhig sparen. Ich meine, bei dir ist das nicht so schlimm, aber von Frau Diva und so, nein, danke. Ich frag mich, wo Philipp ist. Pia und Becky haben ihn auch noch nicht gesehen. Hey, psst, Philipp, bist du da drin? Bist du hier auf Toilette? Dir ist schon klar, dass das die Jungtoilette ist. Was willst du? Oh, das ist nicht Philipp. Naja, ich suche meinen Freund. Das ist schon echt komisch. Philipp ist immer früher schon da und jetzt ist er überhaupt nicht da. Ist er wohl krank? Ich werde ihn einfach mal kurz anrufen. Hey Philipp, hier ist Hanna. Ach, du bist beim Wildcamp dabei. Es hat geklappt. Oh, ich habe leider keinen Brief bekommen. Und Julian soll auch mit dabei sein? Die haben gesagt, Julian ist auch mit dabei? Oh, das wussten wir nicht. Oh nein, und Julian, der weiß das überhaupt nicht. Der geht jetzt zur Schule. Mädels, ich habe was ganz Wichtiges zu erledigen. Bis später, komm gleich ein bisschen zu spät. So, guten Morgen, Kinder. Ja, ihr habt heute wieder Unterricht bei mir, bei eurer Lieblingslehrerin. Hey, Steve, also solange wir keine Bilder von Frau Diva ausmalen müssen, ist alles super. Oh ja, also das war ja super langweilig. Ich hoffe, das müssen wir nicht nochmal machen. Das war ja reinste Folter. Aha, Julian, Steve, ihr seid am Quatschen. Möchtet ihr etwa die Hausaufgaben vorstellen? Ja, ihr solltet einen Text über mich schreiben. Guten Morgen, Entschuldigung, die Störung. Ich müsste einmal kurz mit meinem Bruder Julian sprechen. Boah, was willst du denn jetzt hier, Hanna? Du willst mir doch nicht etwa mein Pausenbrot bringen, oder? Das wäre super peinlich. Wer ist denn diese junge Dame? Entschuldigung, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Hanna Vogel. Ich bin die ältere Schwester von Julian. Ach, so eine höfliche junge Dame und so wunderschönes Haar. Und diese Klamotten, ach toll. Also Julian, ich habe gerade mit Philipp telefoniert und der ist beim Wildcamp dabei und er sagt, du bist auch mit dabei. Du musst wohl einen Brief bekommen haben. Ich weiß nicht, der ist vielleicht irgendwie in den Müll geraten oder so. Was erzählst du da? Wie? Ich bin wirklich, ich bin beim Wildcamp dabei? Ich meine, ja gut, ich war auch der Beste und der Erste. Ist ja auch irgendwie klar. Naja, Julian, du müsstest auf jeden Fall da jetzt sofort hin, also sonst verpasst du das. Die Show startet gleich. Also Julian, du willst ja wohl nicht meinen Unterricht verpassen? Oh Mann, eigentlich muss ich da hin, aber ich muss auch in der Schule bleiben und Papa hat mir keine Entschuldigung geschrieben. Was mache ich denn nur? Ach, Julian, war natürlich nur ein Scherz. Wenn du in einer Fernsehshow mitmachen kannst, dann kannst du jetzt sofort den Unterricht verlassen. Also das möchte ich voll und ganz unterstützen. Ach, ein junger, kleiner Star bei mir hier in der Klasse. Oh ja, super. Danke, Frau Diva. Und jetzt geht es ab ins Wildcamp. Oh, cool. Julian, ganz viel Glück. Julian, wir drücken dir die Daumen. Alles Gute. Ja, oh Mann, das heißt also, ich bin wirklich nicht dabei. Na gut, also beim Parcours war ich auch nicht der Beste. Julian, falls du gewinnst, sagst du bitte, dass Steve dein bester Freund ist? Oh, ich bin so aufgeregt. Heute startet unsere neue Show, das Wildcamp. Max, kannst du mich sehen? Also, bin ich auf deiner Kamera drauf? Ah, sehen kann er mich anscheinend. Also, er hat mir gewunken, aber ich glaube, er kann mich nicht hören. Ich brauche unbedingt ein Mikrofon. So, schon viel besser. Dann kann jetzt ja die Show beginnen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Wildcamp. Wir haben im Einkaufszentrum 5 Kandidaten ausgewählt und hier kommt der erste Kandidat. Ein Applaus für Philipp. Oh Mann, ist das klasse, ich bin sowas von aufgeregt, aber ich schaff das, ich krieg das hin. Dann begrüßen wir unseren nächsten Kandidaten, Adrian. Ich will direkt zeigen, dass ich's richtig drauf hab. Ich gehe nicht über die Leiter, ich kletter hier im Baum hoch, an der Rinde. Oh, also Adrian ist auf jeden Fall schon mal ganz sportlich. Klappt's, Adrian, oder soll ich dich hochziehen? Nein, nein, das schaffe ich alleine.
Na gut, dann kommen wir zur nächsten Kandidatin. Das ist die Ella. Hey Leute, ich bin echt froh, dass ich dabei bin. Und dann kommt unser nächster Kandidat, der Julian. Oh, vielleicht hat er das nicht gehört. Also, als nächstes kommt unser Kandidat Julian. Ich habe Hannah Bescheid gegeben, aber ich glaube, Julian weiß gar nicht Bescheid, dass er bei der Show dabei ist. Also, na gut. Julian scheint nicht mit dabei zu sein. Dann begrüßen wir den Kandidaten Jonas. Der Parcours war ja eine Leichtigkeit. Jetzt bin ich hier im Wildcamp. Dann kann jetzt auch gleich die erste Challenge, also unsere allererste Challenge hier im Wildcamp starten. Leider sind wir jetzt nur 4 Kandidaten, aber naja. Hey, was soll das denn? Was soll das denn? Nein, nein, ich bin auch da. Julian Vogel ist mit dabei. Hi. Oh, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Hier ist so viel Wasser. Oh. Aber Julian Vogel ist immer bereit. Ich habe natürlich meine Klamotten hier schon dabei, meine Badeklamotten immer drunter. Julian, du kannst ruhig da drüben stehen bleiben. Oh, was macht er denn jetzt? Ist jetzt kalt, aber ich bin jetzt da. Hey, wartet doch jetzt mal da oben, nicht mehr ohne mich starten, hey. Julian, du hättest ruhig auf der anderen Seite warten können. Wir kommen jetzt sowieso rüber, denn jetzt beginnt die erste Challenge. Oh Mann, klasse, jetzt muss ich gar nicht da durchschwimmen. Oh Mann, super. So, liebe Zuschauer, jetzt sind hier die 5 Kandidaten und Kandidatinnen. Wir haben Ella, Jonas, Julian, Adrian und Philipp. Ihr müsst euch gleich hier auf diese Kiste stellen und dann startet die erste Challenge. Oh Mann, das ist eine Leichtigkeit für mich. Das habe ich schon so oft gemacht. Zwar nur im Traum und auch mal ein bisschen hier und da. Das ist wie bei Roblox. Ich starte schon. Ich weiß schon, wie es geht. Wow, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ist das so ein Special Effect oder was? Coole Show. Oh, toll, jetzt bin ich aber schon viel zu früh weg gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht, was die Aufgabe ist heute hier. Wo bin ich denn hier überhaupt? Wobei, dieses Haus, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, eigentlich muss ich wahrscheinlich hier nur aus der Tür raus und das war's dann wahrscheinlich schon. Dann gibt's wahrscheinlich eine neue Aufgabe. Wo bin ich denn gelandet? Also Raoul hat gesagt, das ist das Haus von einer bekannten Person in Playmobil City. Einem Gaststar. Ich versuche mal hier durchs Fenster zu klettern. Die Tür kriege ich nicht auf. Leute, wisst ihr ehrlich, was wir hier jetzt machen müssen im Haus? Als ob ich dir weiterhelfe. Ich meine, ich will hier gewinnen, nicht du. Mal gucken, wo es hier rausgeht. Hey Leute, das ist hier abgefahren. Warum bin ich auf einmal in diesem Haus? Was geht hier vor sich? Also wir müssen hier irgendwie raus, Philipp. Hast du eine Ahnung, wie wir hier aus dem Haus kommen? Julian, hast du den Schlüssel noch nicht entdeckt? Hat das doch keiner von euch? Oh Mann, den habe ich total übersehen. Ich kletter nach oben. Also eigentlich wollte ich mir den holen. Aber nun gut, wenn du den holst, dann bringe ich für mich mit. Mann, also wie komme ich denn jetzt? Oh, ich fahre gleich runter und dann noch mit den Badeklamotten. Oh Mann, hätte ich mir meine normalen wieder angezogen. So, und jetzt ganz, ganz vorsichtig hier über diesen Balken und dann habe ich ihn gleich. Hey, wirf mal den Schlüssel runter. Okay, okay, ich lasse ihn fallen und dann können wir durch die Tür. Hey, gib's ihm her. Gib mir den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Meiner. Ich habe ihn aufgefangen. So, ich bin der Schlüsselmeister und das heißt, ich mache die Tür hier auf. Hallo, ich habe den Schlüssel geholt und ihr könntet auch mal auf mich warten. Was soll das? Oh Mann, die werden niemals auf mich warten. Ich meine, schließlich ist das hier eine Show und es geht um Schnelligkeit. Oh, was ist hier denn jetzt los? Oh, schon wieder eine neue Obi oder wie? Oh, verstehe ich nicht. Julian, sei vorsichtig. Nur hier, also du siehst, wo ich drauf bin, hä? Auf dem Gebüsch. Also woanders darfst du nicht hintreten, weil sonst musst du wieder von Anfang an starten. Na, das kriege ich hin, aber wohin muss ich denn? Oh, das sieht alles so durcheinander aus. Was wolltet ihr in meinem Haus? Euch kriege ich! Oh Mist, jetzt bin ich vor Schreck runtergefallen. Also das ist der Gast. Oh Mann, hier kann ich mich noch am Baum festhalten, aber wie komme ich jetzt da rüber? Das schaffe ich doch niemals mit einem einfachen Sprung. Oh Mist, ich habe den Boden berührt. Ich muss wieder zurück zum Anfang. Hey du, lass mich mal durch. Ich will hier auf jeden Fall die Show gewinnen. Oh, das gibt's doch nicht. Eine Sackgasse. Oh, ich warne euch. Wenn ihr noch einmal in mein Haus kommen möchtet, dann gibt es Ärger. Ey, wir wollten sowieso nicht freiwillig sein. Wir versuchen ja schon zu entkommen. Warum piekst das so? Ja gut, ich habe keine Klamotten an. Julian, ich habe was entdeckt. Komm hier hin, ganz schnell. Oh yes. Ja, das sieht gut aus. Okay, okay. Oh, jetzt ist aber Philipp schon weg. Also ich glaube, das war richtig, aber jetzt sitze ich hier im Wasser, also wo wir am Start waren. Oh Mann, jetzt bin ich auch... Oh, gut, dass ich meine Badeklamotten noch anhabe. So, die ersten beiden haben es schon geschafft, die Challenge zu bestehen. Also herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ihr seid weiter. Oh Mann, das ging ja richtig schnell. Also in meinen Träumen dauert das ein bisschen länger. Oh, geschafft. Glück gehabt. Oh ja, ich hab's auch geschafft. So, und ich sehe, die nächsten beiden Kandidaten sind auch da. Herzlichen Glückwunsch, ihr 4. Ihr seid in der nächsten Show auch noch mit dabei. Naja, und der Jonas, den haben wir wohl verloren. Und Sie, liebe Zuschauer, können heute schon abstimmen, welche Challenge es nächste Woche beim Wildcamp geben soll. Einfach beim kleinen i abstimmen.
Frau, diese Show macht richtig viel Spaß. Und mal gucken, was es nächste Woche so gibt.